Relaxo ist da zu fokussiert auf uns. Schauen wir uns mal die Region da hinten an. Da waren wir nämlich noch nicht. Okay, sie kann nicht so weit schwimmen. Das haben wir schon festgestellt. Da hinten ist tatsächlich Shelly los. Sogar Gastrodon. So schnell. Oh, verdammt. Sehr schön. Pantimimis.
Überraschung. Du willst es, du kriegst es. Ich brauche nur noch eins von euch, Mann. Bleib einfach drin. Bleib einfach drin. Gastrodon, ich möchte dir nicht wehtun. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch entwickeln. Können wir hier Lux 3 entwickeln? Kein normales Luxtra ist, sondern ein großes Luxtra. Ein Elite-Luxtra. Attacken verwalten. Das andere Luxtra weiblich. Nicht meine Welt. Okay. Selbes Angebot wie immer, mein Liebes. Du bleibst drin und wir führen hier keine Diskussion mehr weiter. Ne? Kadabra, wie sieht's aus? Zeig ich doch. Ist doch gar nicht so schwer. Es sind unfassbar viele Luxio hier drin. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, was da hinten ist. Und wo? Reißen wir gleich hoch. Okay. Ja. So. Relax haben wir nicht gefangen. Das ist okay. Aber was wird hier sein? Gleich. Thank you.
Komm her. Komm doch her. Okay, sie ist ein bisschen stärker als erwartet. Steinhagel. Oh Mann, das war so nicht geplant. Okay, mein Pokémon ist vielleicht ein bisschen stärker als ich dachte. Du kannst mich nicht sehen. Na verdammt. Ja gut, hat, oh, hat sich erledigt. Okay. Auf nach oben, ab ins rote Sumpfland. Wir haben da noch ein paar Missionen zu erfüllen. Fuhrbeere, ne, die wollen wir nicht verkaufen. Okay, pass auf. Dann haben wir hier noch ein paar andere Items, und zwar wundervolle Items. So. Vielleicht haben wir hier noch die Chance. Ja, genau, das meinte ich. Ins Dorf zurückkehren, weil dann kehre ich jetzt ins Dorf zurück. Machen wir jetzt eine kürzere Folge. Dafür machen wir später noch eine zweite Session. Und in der zweiten Session kümmern wir uns dann um die restlichen Quests, die jetzt noch so halbwegs offen sind. Ein Chalelos haben wir schon mal für sie, das zweite fehlt noch. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese ganzen Quests, Sortierung ändern, die hier noch offen sind. Die brauchen wir jetzt noch nicht, wir brauchen ein Little Mini. Roselias schöne Blüten, das können wir nachher erfüllen. Deswegen schauen wir jetzt kurz zu Celestis, sagen zu ihr, hey, gute Frau, heb uns mal hoch, dass wir uns die Viecher bis Level 60 gehorchen. Und dann läuft es auch von alleine. Aber wie gesagt, heute generell, das war eine klasse Aufnahmesession bisher. Jawohl, neuer Mitgliedsrang Nummer 5.
Sehr schön. So. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt die Dinge gemacht haben, die wir bräuchten, um ein Ding zu machen, diese Flügelbälle. Da fehlt uns, glaube ich, die Ausrüstung. Genau, das sind diese weißen hier. Azurglanzstein, ja, die fehlen uns jetzt. Okay, das bedeutet aber, dass sobald wir einen Eisenbrocken haben, wir das ändern müssen. So, in die Lage zu verschieben, jawohl. Wie gesagt, kommt da noch ein dritter Stein hinzu. Genau. Gut, dann gehen wir hier wieder raus, bewegen uns Richtung rotes Sumpfland, weil wir da eben jetzt noch ein paar Quests zu erfüllen haben, die wir einfach noch machen sollten. Und wenn wir die gemacht haben, da sollten wir eigentlich hinter, da müssen wir nochmal hin. Sumpfland-Basis, fangen wir ja ganz normal an. Machen da jetzt die paar Quests fertig, die noch offen sind. Die Pachirisu-Quest und die andere. Und das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Roten Sumpfland, wenn wir dann diese paar Quests noch beenden, die hier noch offen sind. Bevor wir dann in die neue Region reisen und völlig neuen Pokémon begegnen. Bis dahin, Ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.